Und wir müssen eigentlich da durch, ne? Oder wie? Nein, wir müssen hier weiter, ne? Ja. Dann gehen wir hier unten entlang. Hallo. Naja, du bist mir zu langsam. Sieht hier echt super schön aus. Und so. Hasenglöckchen. So, und Kühe haben wir auch schon mal da. Das ist... Naja, gut. Geil, wie hier so dieses Licht, ne? Sich bricht da oben in den... Ich finde, die Effekte von Minecraft sind einfach... Ja, so billig, wie es eigentlich... Naja, zunächst mal aufgebaut ist, aber... Ich finde, es hat einfach immer wieder diesen Flash. Da ist immer wieder irgendwas drin, wo du vorbeikommst und sagst, boah, guck mal. Hm? Oder, wow. Ja, ja, gut, egal, ihr kennt es. Jo, tote Bäume schon wieder. Also was in der Art. Da schon wieder Schwämme? Nein. Aber scheiß Piranhas. Komm, haut ab. Und ich bin nicht für die auch drei Klötze weiter rechts oder links. Gerade noch gerettet hier vor. Liza Doolittle hier. Schnell weg. Ne? Was sind das? Erdbeere. Okay. Erdbeere. Hallo. Nein. Nein, 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 nein. Feuerbusch. Na. Erdbeere, die haben wir gerade auch schon. Was macht denn der Feuerbusch? Naja, komm. Nehmen wir mal mit. Kann ja nicht schaden. Was? Wo ist... So ein Stück Wiese wäre mal wieder angesagt, ne? Aber wir sind... schon wieder im Sumpf. Ja. Komm. Gehen hier am Rand entlang und hello. Ne?
Jo, gack, gack, gack. Das kann so sein, aber wer weiß das schon so genau. So, dann gucken wir mal. Haben wir genau so einen Grünstreifen hier so in der Mitte, in der Itte. Und Kürbisgarten, naja gut, den müssen wir uns jetzt nicht geben. Das führt dann doch zu weit. So, jetzt bleiben wir hier mal kurz stehen und wir werden mal gucken. Ich stehe auf einem Dorf. Gut, ist ja immer sehr, sehr genau eingezeichnet alles, ne? Also, wir haben in die Richtung ein Dorf. Dann sollten wir vielleicht mal in die Richtung... Ah ja, da. Gut. Hätte man auch selber drauf kommen können. Hey, Chicken. Chicken. Few Schnickens. So. Gut. Hier wohnt einer schon mal. Das ist gut. Eisen gegen... Oh, Eisen können wir natürlich flockig, locker, wie wir sind. Könnte man natürlich Eisen abgeben, ne? Das wäre schon mal gut, weil... Wo bist du? Hallo? Gustl. Da. Er steht und guckt in die Landschaft. Naja, ich trade dich da mal eben kurz an. Eins, zwei... Zwei reicht. Sei doch nicht so frech. Magst auf einmal kein Eisen mehr. Eisen gegen... Naja, gut. Flippers? Gummistiefel, Alter. Was ist denn mit dem Spiel? Irgendwie... Naja, ich meine... Beere, Hasenglöckchen. Hasenohren, ey. Du hast doch vor Ohren. Gummistiefel, das, Äpfel. Ja. Gummistiefel. Helm. Eisen. Was haben wir denn noch? Die Dinger lassen wir mal hier. So. Brot. So, Kiste. So. So, mal Licht machen hier. Was haben wir hier? Kaffee. Und Gemüse. Eibischdings da. Winterkürbis. Rettich. Hafer. Was? Rubergin? Was sind Rubergin? Ich weiß überhaupt nicht, was Rubergin sind. Hat irgendeiner einen Plan, was Rubergin sind? Was sie sollen? Rubergin? Noch nie gehört. Tatsächlich ein Wort? Ich hab's noch nie gehört. Aubergine wollte ich schon. Aubergine. Aubergine. Ja gut. Ja? So. Nicht, dass hier wieder einer absäuft. Ach so, der hat nur sich selbst. Ach Gott, nein! Da ist ja noch einer. Komm, bevor die abdampfen. Erdnüsse. Was? Du bist ja... Du schießt den Villager ab. Du dummes Drecksviech. Alter.
ist es denn möglich? Sammel du mal den... Genau, hol dir die Knochen. Die sind nur zu zweit. Ingvar. Die sind nur... Ne, zu dritt müssen die sein. Da ist ja noch der andere. So ein blödes Drecksviech, ne? Zwei Villager. Oder drei. Und der fetzt die auch noch weg. So, will denn irgendeiner vielleicht mit mir Weizen oder so? Ihr habt nur ein... Ihr habt gar keine Tür. Ah. Gut, Moment. Ich habe eine Idee. Hier ist... Nein. Aber keine Werkbank? Ah, okay. Wir haben keine Werkbank. Haben wir eine Werkbank? Mal eben gucken. Haben wir eine Werkbank? Nein. Wir haben aber Kisten schon gesammelt. Das auch. Die nicht. Rubagin. Haben wir eine Kiste zum Basteln. Das ist voll. Der ist Knochen. Moment. Weizen. Das. 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 Gut, wir brauchen... Moment. So ein Ding brauchen wir. Und zwar für... Türen. Ja? So. Eine Tür. Und noch eine. Komm, wir machen noch ein paar. Eins, zwei, mal drei Türen, ne? Drei Türen. Drei Türen. Alter. Wir machen den ein Haus. Hier kann geklappert werden. Also, hier könntet ihr theoretisch einen abklappern. Also, mit den Türen natürlich. Also, ihr könntet hier so ein Terz machen, wenn ihr möchtet. Also, ja. Hier könnt ihr rein und klappern und überhaupt. Ihr könnt überall klappern und euch fortpflanzen und auch klappern. Also, ja. Könnt ihr machen. Ne? Ihr habt jetzt Türen. Wo seid ihr? Sind die jetzt abgehauen? Ich packe nicht, ne? Sind die jetzt weg? Also die werden hier gespawnt, suchen aber dann das Weite, weil keine Türen da sind, oder wie? Ja, man weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo sie hin sind. Gehen die spazieren? Sind die jetzt in den Brunnen abgetaucht? Oder was ist das? Das Schilfrohr, komm. Hallo Leute, ich habe euch Türen mitgebracht. Die laufen hier tatsächlich so ein bisschen durch die Gegend. Hallo, ja, habe ich gemacht. Türen, drei Türen habt ihr. Drei Häuser, drei Türen, da könnt ihr erstmal gut poppen. Ne? Entschuldigung. Mensch, knattern. Ja, was weiß ich, die poppen halt. Wie kommen die sonst zu den Kindern? Die machen Liebe, die, na, das böse F-Wort sage ich jetzt nicht, aber die pflanzen sich halt fort und das ist super, ja, Top-Typen. Oder man weiß es nicht, ob sie top sind, aber, naja, gut. So, erstmal essen. So, dann Büchern heißt mal eben hier. So, dann Marker. Fertig. Das irgendwie. Tja.
Man weiß es nicht. Gut. Gut, wir müssen uns nach da drehen und bewegen, also das werden wir jetzt auch machen. Ciao Jungs und viel Spaß noch bei eurem, ja, Plan, Familienplan, der Familienplanung, Aufstellung, gründet eine Fußballmannschaft, ne, der STFC Villager. Go Home, Verein der langen Nasen, Pimmelnasen Sportverein SV. Pimmelnasen SV. Ja, gut, Pimmelnasen SV. Passt. Das kann man, ne, kann man so machen. Wir sind hier unterwegs nach, keine Ahnung, Botanien. Da gehen wir aber nicht durch hier jetzt, durch diesen Sumpf. Wir machen es jetzt mal so, dass wir hier so ein bisschen. Wir müssen da durch, ne? Ach, du Sauschka. Wir gehen hier am Rand, ne? Wir schleichen uns mal hier durch. Weil ich weiß jetzt nicht so genau, wie anders und so. Mäh, genau, mäh. Komm, wir gehen hier, ne? Hallo, tote Kacke. Ding dong, flung flung, ching ching, fang fang, rong rong. So. Ich meine, totes Holz, was macht man mit totem Holz? Mit tollem Holz. Was macht man mit dem Holz? Haben wir auch schon, ne? Ich glaube schon. Also wir haben irgendwie am Anfang... Hey, warum geht's hier nicht weiter? Warum komme ich nicht hier weg? Ah. Hallo Kuh. Wir sind schon wieder... Der Tag ist schon wieder rum? Das kann doch nicht, oder? Das ist doch eigentlich Verarschung, oder? Also ich muss irgendwie... Also man kann ja... Der Staubsauger ist da... Genau, mach mal sauber hier. Überall Sand. Alles voll Sand. Schmetterlingsflieder. Gut. Haben wir eigentlich was wegzupacken? Ja, ne? Der. Das hatten wir noch nicht. Plus Schilfrohr. Wir haben einen Bogen. So, das. Wir haben zwei so Dinger. Yeah, Bogen. Was will ich mit dem blöden Bogen, ne? Nichts. So. Mensch. Es ist ja fast wie... Ja, also dieses Ding mit dem Eis und dem Schnee, ne, das ist schon irgendwie, das ist seltsam. Wir gehen jetzt mal hier, gehen wir mal am Rand entlang, oder? Von diesem Schnee-Eis-Ding. So, der Knöchel war schon gebrochen. Es ist tatsächlich schon wieder dunkel. Gleich. Ich weiß auch nicht, was es soll. Sehr seltsam. Ich glaube, die wollen uns verarschen, ne? Das glaube ich schon. So, hier können wir rüber. Und eigentlich müssten wir gleich hier mal kurz einen Stopp machen. Und mal unser Bettchen aufstellen.
So, das machen wir auch. Und gehen gleich mal rein. Ins Bett. So, und ich denke mal, wir haben jetzt eigentlich auch genügend abgewandert. Dass wir hier mal wieder ein bisschen was anderes zu sehen kriegen, hoffentlich. Ja, außer Kühe und... Also ich mag überhaupt dieses Schnee-Eis-Ding nicht so. Da komme ich irgendwie im Moment... Ich fand es vorher irgendwie noch ganz nett, aber... So... Oh, schön. Das ist auch... Das sieht schön aus, ne? Hier so. Sehr schön. Jo, dann wollen wir mal eine Runde... weiterlaufen. Wir sind unterwegs in die Richtung. Naja, so in die Richtung, ne? Ja, genau. Jo, mit klassischem Gefiedel und Gepianoe sind wir unterwegs hier. So, und hier hinten haben wir... Hallo? Achso. Ja, wir gehen mal hier kurz übers Wasser. Und guck mal, was war das? Silberölweide. Hier sind Viecher. Stoffgarten. Sehr schön. Sind hier noch mehr von denen? Vielleicht? Ja, das wäre natürlich eine gute Sache. Hallo, ihr Wollträger. Okay. Wir haben hier ganz viel Hasenglöckchen. Was ist das? Schmetterlingsflieder. Gott, wir haben hier so viele verschiedene Sachen gerade. Ist schön bunt alles. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Also, naja, gut. Wir wollen es auch nicht strapazieren, das Ganze, ey. Ne? So. Ich nehme mal noch die zwei, drei Dinger einfach mit. Mal sowieso dran vorbeilaufen, ne? Pump. Bin irgendwie erst vorm Klotz und dann Wasse. So, hier haben wir wieder so Kerzenblümchen. Wie auch immer die heißen. Hahnkamm. Flamingo Purple. Ist doch schon mal ranunkeln. Ranunkeln können wir auch mal mitnehmen. Ne? Machen wir einfach. Gras. Jo. Gut. Wir gehen jetzt einfach weiter. Weil ich befürchte, dass das, was wir hier machen, was wir vorhaben, überhaupt gar nicht. Hallo. Naja, wie geht's dir? Wuff. Ah, okay, Wuff. Ja, soll so viel heißen wie, ey, Alter, verpiss dich. Oh, ihr habt Wolle für mich. Das ist gut. Hier rechts haben wir wieder Schneegebiet. Und hier, wow, cool. Das ist ja mal sehr nice. Wir gehen mal hier rechts am Hügel vorbei. Also die Farbgebungen sind schon phänomenal.
Also, das ist wirklich, ne? Also, ja. Gut, wir müssten, genau, mal kurz ein bisschen Sortierung machen. Baumwolle, naja, dann machen wir die. Moment, wir hatten es ja so schön gemacht. Und zwar machen wir es mal Baumwolle. Den haben wir nicht, das haben wir auch nicht. Die haben wir auch nicht. Die auch nicht und den auch nicht. Gut. War jetzt, naja. Ich wusste, die Baumwolle ist noch mit da drin. Also von daher, ne? So, diese, das. Wolle hatten wir, glaube ich. Ja, wenn dann in dem anderen und da müssen wir nochmal rüber switchen. Und zwar Pfeile. Nein. Wolle hatten wir schon. Steaks brauchen wir jetzt nicht. Wir haben, ich glaube, hier drin, ne, sind unsere Pfeile. Genau. So, Kohle können wir eigentlich auch mal da so hinpacken. Die brauchen wir zum Traden. Und dann nehmen wir uns mal was zu essen. So. Und dann geht's lustig hier auf dem Eis, ne? Ja, Jungs, ich habe meine Schlittschuhe, ne? On board. Phänomenal. Wirklich total schön. Das ist schon echt gediegen hier, die ganze Aktion. Das ist schon echt schön. Gut, wir gehen weiter in die Richtung. Ja, machen wir einfach. Ne? Bis wir so ein, ja, so ein Stückchen von dem weg da unten ankommen, wo wir schon waren. Und dann gehen wir links und dann müssen wir langsam mal, ja, auch wenn es mir nicht passt, wir müssen einfach eine neue Tour machen. Also, das ist zwar ganz nett, aber ich glaube, wir sind hier vollkommen in einer falschen Gegend, also boah, schön. Das, ja, ich kann es jetzt noch tausendmal erzählen, wie schön das alles ist. Ja,